Hallo und willkommen zurück zu Destiny 2. Ich bin auf dem Weg zur Mission. Hab davor noch ein bisschen was gemacht, ein bisschen wieder. Okay. Aufgepasst, Hüter. Wir orten einen ja, ein paar Strikes gespielt. In eurer Nähe abstürzt. Ich wollte eigentlich diese Exo-Quest machen. Bisher für die Anfänger, aber die war irgendwie verbuggt, deswegen muss ich die zurücksetzen. Ihr seht auch hier, ich habe dieses neue Scout-Gewehr. Ist nichts Besonderes. Ich brauchte halt einfach nur ein Gewehr mit normaler Munition. Das sind wir auch. Boah, wie lange diese Ladezeiten sind. Irgendwo in diesem schar befallenen Labyrinth befindet sich unser Kryptoglyph. Wenn wir die Verteidigung der Pyramide überwinden wollen, müssen wir ihn finden. Sei gewarnt. Die, die die fauligen Tiefen der Katakomben betreten, kehren oft nicht zurück. Die Ach, das passt schon. Irgendwo in diesem schar befallenen Labyrinth befindet sich unser Kryptoglyph. Licht findet in diesem Grab den Weg nicht. Wenn wir die Verteidigung der Pyramide überwinden wollen, müssen wir ihn finden. Sei gewarnt. Die, die die fauligen Tiefen der Katakomben betreten, okay, sie sagt, jetzt ist sie irgendwie nochmal. Keine Ahnung, warum. Zurück. Licht findet in diesem ja, Grab ich hab schon verstanden. Den Weg nicht. Gott, dreimal musst du es mir ja nicht sagen. Okay, wir müssen den Kryptoglyph finden, ne? Und keine Sorge, Madame, ich werde hier komplett durchkommen. Also, nicht mal die Dunkelheit wird mich kriegen. Sie kriegen mich nicht unter. Jawohl, ab in die Darkness. Ui. Da, auf der anderen Seite der Grube. Das ist unser Eingang. Wie tief geht's denn hier rein? Oh Gott! Nicht da reinfallen. Junge. Das wäre jetzt ziemlich beschissen. Wäre das jetzt mir passiert. Ja, das Scout-Gewehr geht. Es gibt zwar bessere, aber für den Anfang ist es okay. Auch wenn es übelst lange nachlädt. Ich komme auch nicht über das Schussgefühl klar. Für weite Distanz ist es okay, aber für nahen ist es jetzt nicht geil. Ja, aber okay. Warte mal, was ist mit ihm los? Der ist hier drinnen. Habt ihr gerade den Kopf da gesehen? Oh mein Gott, das ist ja geil. Kann er bitte nochmal rausgucken? Ja, da ist er. Oh mein Gott. So, einmal eine Rakete in eure Fresse. Und zwar das Geierhorn. Ich bin so stolz auf das Teil. Da kommen meine Lieblings... Tiere, die Leiblinge. Jetzt wird's aber spooky. Die Katakomben sind niemals unbewacht, da sich die mächtigsten Scharzauber dort befinden, unser Kryptoglyph eingeschlossen. Wir wissen nicht, was die Schar mit Macht, die so gefährlich wie diese ist, vorhat. Aber sie dürfen es nicht fertigbringen. Die finsteren Rituale der Schar stellen eine Bedrohung dar, der wir uns jetzt nicht stellen können. Wenn ihre Ziele sich mit unseren decken, ist es von äußerster Wichtigkeit, dass wir ihnen sofort Einhalt gebieten. Ui, okay. Verstanden. Alter, das gibt schon Horror-Vibes, aber leider nicht so die krassesten, weil hier immer noch ein bisschen was leuchtet. Und weil wir jetzt was verteidigen und wir wissen, okay, hier kommen sehr viele Gegner. Na, wollt ihr was von mir? Ich drück immer C zum Ducken. Ich bin so gewöhnt daran. Na? Tschüssi! Leute, warte mal, der hat ein Engramm gedroppt, oder? Nein, hat er nicht. Ach Junge, das hat mich gerade voll verwirrt. Gut, mach mal die Buchse auf. Oh, hi. Okay, jetzt ist es nicht mehr gruselig. Das hat mich jetzt irgendwie enttäuscht. Aber okay, wir sind mitten im Schar. Geburtsort, sag ich mal. Also hier leben alle Schars gemeinsam, sozusagen. Hier lebte ja auch Crota.
Obwohl, nein, der war auf so ein Schiff. Irgendwas war doch da. Ah, diesmal muss ich hier lang. Nicht geradeaus, okay. Oh, dieses Fusionsgewehr, das ist so geil. Alright. In diesen Untiefen nahmen mir Crota und seine Brut alles, was mir lieb war. Meinen Einsatztrupp, meine Freunde. Ich blieb zurück. Besiegt und gebrochen. Die Schuld des Überlebens bleibt. Doch du musst weitergehen. Los. Das sind diese Würmer, die in den Schars drin sind. Oh. Ganz ekelhaft. Also so einen Wurm will ich nicht bei mir drin haben. Oh. Hi Leute. Boah, der sieht voll geil aus hier. Hier ist noch eine Pyramide. Oder ist es die gleiche, nur wir sind jetzt an einem anderen Ort? Keine Ahnung. Werden wir vielleicht rausfinden. Boah. Die Pyramide. Mein Licht. Es passiert schon wieder. Konzentration. Die Pyramide lenkt nur ab. Sonst nichts. Wenn du den Kryptoglyphen in der Hand hältst, teleportiere ich dich raus. Wie viele tote Geister hier rumschweben. Schon ein bisschen spooky. Ah, der Schwertypi. Bam. Oh, oh. Zack, zack. Eieiei. Jetzt wollen sie aber auch alles haben. Ey, ganz ruhig. Ich will nur den Kryptoglyph. Ich will nicht eure Mutter töten oder so. Obwohl die wahrscheinlich ziemlich hässlich ist. Phantome. So wie die, die Eris heimsuchen. Gesichtslose Hüter beobachten uns. Sie sind nichts weiter als eine Ablenkung. Dann sollten wir einfach weiter. Das ist der Kryptoglyph. Hol ihn. Der ist aber riesig. Oh, Scheiße. Was? Wieso ist der noch immun? Ach Junge, ich hasse das immer. Oh Gott. Ich werde von alles angeballert, Alter. Alter, chill, chill. Ganz ruhig, Leute. Okay, hier kann ich kurz mal beruhigen. Kurz durchatmen. Weil gleich müssen wir nochmal raus, um die andere Echse zu töten. Gehen wir einfach die Treppe hier hoch. Oh, hi. Da ist sie. Bitte. Easy! Hab ich sie tot? Ja. Aber das sind noch zwei Hexen. Gut. Sind wir sie los? Und schnell den großen Kryptoglyph mitschleppen. Und weg hier. Eris, wir haben den Kryptoglyph. Teleportier uns hier raus. Eris? Bist du da? Nein, die Dunkelheit. Lauf. Oh fuck. Oh fuck. Hilfe. Ich glaube, ich habe irgendwie ihr Lieblingsobjekt oder ihr Spielzeug mitgenommen. Und deswegen wollen sie mich jetzt alle haben. Sie wollen jetzt alles von mir haben. Meine Arme, meine Beine, mein Herz, mein Gehirn. Hilfe, vor allem mein Gehirn. Ich glaube, damit können sie am meisten was anfangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh verdammt nochmal, der Große. Alter, reicht doch jetzt. Ich darf hier nicht sterben.
Raus hier, raus hier. Oh mein Gott. Oder die Brücke rüber. Jawohl. Komm schon. Boah, Alter, ich habe gerade wirklich einen Herzinfarkt bekommen. Nein, Spaß. Natürlich würde ich doch nicht einen Herzinfarkt bekommen. Aber stellt euch mal vor, ihr seid selber da in dieser Dunkelheit gefangen. Guck mal, da hinten sind sie noch alle. Tschüss, Leute. Ich mache einen Abgang. Gott, Everest, ich bin draußen. Ich dachte, ihr werdet... Es tut mir leid. Die dichte Dunkelheit der Pyramide hielt mich von euch fern. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Mit dem Kryptoglyphen haben wir eine Chance gegen die Pyramide. Bring ihn hierhin, damit wir ihn gegen sie einsetzen können. Okay. Erst morgen im Heiligtum besuchen. Okay, warte mal. Dann lesen wir das nochmal durch. So, was steht denn hier? Die Entnahme des Kryptoglyphen aus den Katakomben hat die dunklen Ritualen gestört, die der verborgene Schwarm geplant hatte. Zumindest vorerst. Mit dem Kryptoglyphen und Eris Magie solltest du weitere Traumfluch-Rüstungsteile erschaffen können. Kehre mit dem Kryptoglyph zu Eris Morn zurück. Alright, nein, hört auf mich anzugreifen. Ist mir egal. Oh. Du stinkst nach Höllenschlund. Diese Rüstung wird dir in den kommenden Schlachten nützlich sein, aber die Pyramide verlangt nach größerer Macht, um sie zu betreten. 3 weitere Rüstungsteile. 3 weitere Albträume. Diese Seuchen quälen den Mond mit ihrer Präsenz. Schick sie zurück in die Vergangenheit, wo sie hingehören. Und im Gegenzug sollen sie uns Macht geben. Jetzt verfolgt mich auch noch das Phantom von Arana Free. Diese Phantome machen mir wirklich zu schaffen. Der Glyph ist unnotwendig, um das Pult der Bezauberung in Eros Nähe aufzuladen. Zusammen mit der gereinigten Essenz der Pein wird es ein weiteres Traumfluch-Rüstungsteil geben. Lade das Pult der Verzauberung mit dem Kryptoglyphen auf, bevor du dich auf die Jagd nach dem verbleibenden Albträumen begibst. Um die letzten 3 Traumfluch-Rüstungsteile zu fertigen, sind weitere Albtraum-Essenzen vonnöten. Ja, natürlich! Erstmal die ganzen Bounties für Sicherheit mitnehmen. Schadet nicht. XP hat auch niemand geschadet. Oh, warte mal, ich bin Level... Level 35. Deswegen kriegen wir die Saisonwaffe. Hier in Saison 23 bekommen wir die Drachen-Atem-Raketenwerfer. Gucken wir mal, was hat denn das als Perk? Raketen bleiben an getroffenen Zielen haften und stoßen regelmäßig brennenden Treibstoff aus, der Versenken verursacht. Je länger diese Waffe nicht abgefeuert wird, desto mehr Treibstoff enthält die nächste Rakete. Okay, kompliziert. Ui, da kommt der Kryptoglyph. Wie cool das aussieht. Ganz speziell. Das Pult der Bezauberung glüht dank der neu installierten Energiequelle, dem Kryptoglyphen vor Scharmagie. Das Pult der Bezauberung kann jetzt gereinigte Altrum-Essenzen verändern, um mehr Traumfluch-Rüstungsteile herzustellen. Na, das freut mich doch. Mehr grinden. Das Pult der Bezauberung vibriert vor Energie und gewährt die Rüstungen, um gegen die Albträume zu kämpfen. Nice, schon mal die Schuhe haben wir. Wofür brauche ich einen illusierenden Kern? Ach stimmt, hier für die Beutezüge. Was haben wir denn hier so? Bissige Albträume in verlorenen Sektoren im gesamten Sonnensystem. Was bekomme ich dafür diesen... Ne, ich bekomme den Kern, aber wofür brauche ich denn den? Ah, da kann ich die Essenzen nochmal machen. Wofür soll ich die nochmal machen?
Egal, das werden wir wahrscheinlich alles noch rausfinden. Kann man auch mal mitnehmen. Schadet nicht. Hat auch keinen immer geschadet. Oh, eine Katze. Was ist hier? Oh, wo bringt mich das hier mit? Ich dachte, ich werde jetzt in so eine Katzin reingebracht. Mal gucken, wo wir hier hingebracht werden. Und, aber der Marker sagt mir auch, dass ich hier lang muss. Genau. Unermessliche Abgrund. Was ist denn hier los? Oh. Ikora. Moin. Sprich mit Ikora. Ohne Katzin. Ich musste es mit eigenen Augen sehen. Wie lange saß es still da und beobachtete uns? Viel zu lange. Ich kann nicht anders, als mich dafür verantwortlich zu fühlen. Aeris, wenn ich dich nicht... Deine Sorge wurde gehört, aber ich bin für mich verantwortlich. Und wir wissen beide, dass du nicht zum Entschuldigen hier bist. Ich wollte dir sagen, dass du recht hattest. Die, die unseren Untergang herbeiführten, kommen zurück. Ruhe! Ihr seid alle unerträglich! Spart eure Folter für jemanden, den es kümmert! Aeris, die Vorhut steht zu Diensten. Wenn du uns dann entschuldigen würdest, Ikora, wir haben zu tun. Hüter, alles, was sie will. Da spielt das Orchester wieder. Aber es ist halt immer noch dieser Bug, dass Aeris Morn Bauchredner ist. Echt. Ich dachte, die haben das irgendwie gefixt oder so, aber das haben die gar nicht. Es ist anscheinend so ein Bug, der irgendwie, ja, einfach so da ist. Und generell auch die Augen von Ikora, ja, ganz komisch. Wir sehen die drei verbleibenden Albtraumbosse, um ihre Essenzen zu sammeln. Die Essenzen der Furcht, die Essenz der Isolation und noch irgendeine Essenz. Warte, welches ist es? Es ist die Essenz des Stolzes. Okay. Joa, nicht schlecht. Immerhin ein Kampfbanner. Why not? So, wir haben hier direkt eins. Anker des Lichts, Mond. Okay. Okay, also am Höhenstund. Das ist die Endquest. Komplettes Traumfluchrüstungsset erforderlich. Ja, beruhig dich doch. Ganz ruhig, Errol. Ich will nochmal schnell den Raketenwerfer ausprobieren. Deswegen fahre ich kurz hier lang. Schadet ja nicht, oder? Oder? Nö. Wir haben Zeit. Also, da eilt ja nichts. So, gucken wir mal kurz. Ach, der hat so eine Brennspur. Und wenn ich jetzt... Jo! Alter, das ist geil. Der verteilt so Brennspuren hier. Nice. Okay, wir machen hier nochmal das öffentliche Event, weil es gerade hier ist. So, und dann werden wir die Folge auch beenden. Ah, okay, also der macht so Spritzer raus. Wenn ich gedrückt hätte, macht er einen Meerspritzer raus. Alles geiles Zeug. Bam. Und noch mal eine Rakete in eure Fässer. Muss mal ein bisschen leiser machen bei mir.
Komm, ich will noch irgendjemand. Ja, die der Kreischer bekommt noch mal eine Rakete rein. Und der Ogre auch noch. Noch ein Ogre. Ein Ogi. Hallo. Oh Gott. Haben wir es? War das das Event? Ja, tatsächlich. Wo ist die Belohnung? Ah, da war. Da, wo mein Heilfeld steht. Achso, ich habe jetzt irgendeine Essenz bekommen, aber das ist nicht die Essenz von der Story-Mission. Das ist eine andere Essenz. Ja, da kriege ich sogar eine Waffe. Sieht aus wie eine Sniper. Ich glaube, das sind die anderen Essenzen, wo man halt die Waffen bekommt. Die Reinigung dieser Essenz gewährt ein Ausrüstungsteil. Ja, stimmt nicht ganz. Besiege Kämpfer mit Scharfschützengewehre, birg den Hohenkranz aus der Kammer der Nacht und schließe Patrouillen, öffentliche Events und verlorene Sektoren auf dem Mond ab, um diese Essenz zu reinigen. Okay, wahrscheinlich, Kammer der Nacht ist wahrscheinlich ein Sektor, ein verlorener Sektor, und da muss ich irgendeinen Hohenkranz finden. Ah ja. Gut, aber das werden wir jetzt heute nicht machen. Also in dieser Folge werden wir das nicht machen, sondern bei der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.